sind hier in der Tafel Twistringen und ich bin hier für die Koordination, alles rund um die Tafel zuständig. Hier gibt es ein großes Team von verschiedenen Menschen, die hier bereit sind, das Hilfesystem zu unterstützen und anderen Menschen dadurch auch zu helfen. Im Frühling, als der erste Lockdown gewesen ist, hieß es für uns tatsächlich dann auch, dass wir die Tafel schließen mussten. Wir haben ja auch viele Menschen, die zur Risikogruppe gehören und aus eigener Vorsicht dann eben gesagt haben, mir ist das im Moment zu heikel, ich bleibe lieber zu Hause. Das war ein ganz großer Punkt, auch hier in der Tafel und ist es auch immer noch. Als wir im Mai wieder geöffnet haben, haben wir ja nicht nur von finanziellen Spenden, uns über finanzielle Spenden gefreut, sondern wir haben auch ganz kurzfristig und große Unterstützung aus der katholischen Kirchengemeinde hier in Twistringen bekommen, von den Hauptamtlichen. Und das war ein Team von mehreren Personen, die uns in wirklich sehr wirkungsvoller Weise hier und mit viel Freude und Engagement unterstützt haben. Und darüber haben wir uns sehr, sehr gefreut. Es ist aber auch weiterhin so, dass wir uns jederzeit über Personen freuen, die sich angesprochen fühlen, die sagen, sie haben Zeit zur Verfügung, die möchten sie uns gerne hier in unserem Betrieb, in unserem Helfersystem zur Verfügung stellen. Jederzeit immer sehr gerne. Auch finanzielle Unterstützung können wir auch immer wieder gebrauchen. Das ebbt ja nie ab. Also darüber freuen wir uns weiterhin sehr.